Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von diesen Karrieremodus-Vorstellungen. Ja, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das nennen werde. Ihr werdet es im Videotitel dann sehen. Ich werde bestimmt was einfallen lassen haben, was nicht Karrieremodus-Vorstellungen heißt. Aber in der letzten Episode haben wir uns meinen Karrieremodus mit Ajax Amsterdam angeguckt. Und auch wenn ich heute immer noch das Newcastle-Trikot habe, weil ich dieses Video direkt danach aufnehme, geht es nicht um Newcastle, sondern wie angekündigt um meinen Lieblingsverein Hannover 96, but with a twist. Und zwar nicht in der Bundesliga und nicht in der zweiten Bundesliga, sondern in einer anderen Liga, aber das gucken wir uns gleich an. Wenn es euch heute gefallen soll, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure genialen Karrieremodi in die Kommentare oder mal Vorschläge, was ihr nochmal spielen könnte, weil irgendwie habe ich sowieso mal Langeweile und mache nochmal was Neues. Ich bin gespannt, was da so bei rumkommen wird und ich würde sagen, ansonsten checkt die Videoschauung aus, Links zu IGBall, 6% Rabatt mit den Coins, auf eure Coins, Fieber Points, PSA, Max auf Google, Max Gaming TV. Zu schnell reden sollte man auch nicht. Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe das Gefühl, das dauert sonst zu lange. Merchandise gibt es da auch in der Videobeschreibung und natürlich meine Social Media Links, Instagram, Twitter und Facebook. Daumen nach oben ist auch das Wichtigste. Abonnieren wäre auch schön und wir gucken uns Hannover 96 in der Premier League an. Ja, momentan im EFL Cup Viertelfinale gegen den FC Watford am 28. November 2017. Das liegt ganz einfach daran, die erste Saison habe ich durch und jetzt momentan haben wir die zweite Saison und in der ersten Saison, ich habe es realistisch gehalten. Ja, ich habe einige Spiele gespielt, die meisten davon gewonnen, meistens nur gegen die großen Teams gespielt, aber simuliert auch gegen die großen Teams immer besser ausgesehen als gegen die kleinen. Ich glaube, ich war 8er am Ende. Wir können es nachgucken. Ich habe es hier in meiner Karriere. Momentan 68er Trainer Rating, das ist nicht ganz so schön, der Breitenreiter, aber das kriegen wir bestimmt noch hin. Rekordablöse 20 Millionen. Warte mal, das ist falsch. Das ist auch falsch. Genau, hier. Runde letzten 16. Bla 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 bla. Abstieg vermieden. Hier steht der Saisonplatz ja gar nicht. Doch, da. Ligaposition der Premier League war 11. Und habt ihr auch gerade schon gesehen, Transfers. Ich habe es versucht, ein bisschen realistisch zu halten. Das Ding ist, ich möchte mir hier wirklich nur Spieler holen, die ich auch in Realität extrem gerne mag. Ja. An sich habe ich alle Spieler von 96 da gelassen. Ich habe sie vielleicht ein bisschen angepasst. Also, grundsätzlich gesehen habe ich sie ein bisschen angepasst am Anfang, so minimal erhöht in den Werten. So ein Anton konnte ich halt nicht auf dem kleinen Rating lassen, das der hatte. Ich konnte auch beispielsweise einen Vasé nicht da lassen. Aber an sich, so viel habe ich nicht verändert. Ich habe einfach nur wirklich viel trainiert, viel Sachen aus dem Katalog eingelöst. Und ja, das Team ist mittlerweile sehr stark. Das gucken wir uns gleich aber an. Ich habe mir nicht viele Spieler gekauft, wie gesagt. Ich habe, ja, ich auch einfach die Spieler von 96 aus der Startelf rausnehmen kann. Ich habe auf den Nachwuchs gesetzt und ich habe mir einen, weil ich mir dachte, ich habe so viel Transferbudget, ich habe einen Kracher. Ich habe so einen Kracher in mir drin und weil ich in der Premier League spiele, kann ich das machen und dann hole ich mir einen Premier League Spieler und das war, wie ihr sehen könnt, Erik Lamela. Poyan Palo habe ich mir für den Sturm geholt, weil das mein Lieblingstransfer wäre für 96 in der Realität als Stürmer. Den hätte ich sehr, sehr gerne und zu dieser Saison jetzt habe ich mir einen neuen Torwart gekauft, weil Esser und Schauner mit 72 und 73 reichen halt nicht ganz und deswegen habe ich mir Zieler geholt, auch weil ich da wieder Geld für einen Top-Transfer einfach übrig hatte. Momentan Tabellenposition, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Schön, dass ihr sie stellt. Momentan sind wir auf Tabellenplatz Nr. 7 oder sowas, ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, aber wir werden es jetzt rausfinden. Ich bin auf Tabellenplatz Nr. wenn es denn lädt. Was immer so ein bisschen kritisch ist hier. Emirates of Wake-up. 1! Oh. Das wusste ich nicht. Ich habe sogar ordentlich Vorsprung vor United. Hatte ich das so geplant? Also ich hatte geplant, irgendwann Meister zu werden, aber ich glaube, wir gucken uns aber die Ziele an, dann weiß ich mehr. Ich wollte eigentlich in der ersten Saison so mich etablieren, nicht absteigen, in der zweiten vielleicht Europa und in der dritten am Meister. Vielleicht werde ich in der zweiten Meister und in der dritten mal Europa. Mal sehen, was sind die Ziele? Nachwuchsentwicklung. Erzielt über zwei Saisons ein Profit von 3 Millionen aus Verkäufen von Nachwuchsspielern. Kommen wir gleich zu. Markenpräsenz, das habe ich schon. Sorge 5 hintereinander folgenden Heimspielen für eine Ausstattung außerhalb von mindestens 90%. 7 von 5 habe ich bisher. Bei 7. Läuft. Vereinswert um 50% erhöhen in 3 Saisons. Ich sollte nochmal Spieler kaufen vielleicht. Oder entwickeln. Oder Marktwert steigern. Mittelfeldplatz belegen. Ja, ich werde Meister. Über 4 Premier League Saisons Meister werden. Ich glaube, ich mache das doch in dieser Saison dann schon. Vielleicht. Also mal sehen. Und Kontinental habe ich keine Erfolge. Ist ja logisch, weil ich spiele halt nicht international. Wie sich das gehört mit 96. Ja, gucken wir uns aber mal eine Mannschaft an. Die ist stark. Also ich mag sie. Wir haben halt im Tor Tavo Nurminen. Ich habe mal wieder Scouts nach Finnland geschickt. Ihr wisst ja, ich liebe Finnland. Und wie gesagt, ich will nur Spieler haben und so, die ich mag. Erzähle ich gleich nochmal was zu, wenn ich da eventuell kaufen möchte. Chauna und Esser, die haben in der ersten Saison, glaube ich, genau gleich viel gespielt. Also da war keiner, der mehr hatte. Zieler jetzt bisher 5x0. Das ist in Ordnung. 20 Millionen gekostet. Ich brauchte halt einen, den ich mochte. So, das ist alles. Und der halt auch vom Rating her passt, vom Preis her passt und da war Ziel eigentlich perfekt. Julian Korb ist Rechtsverteidiger und ist Stammrechtsverteidiger bisher und das macht er auch gut, hat in der ersten Saison sehr gut gemacht und ja, 78.
Erich Baumann ist 17, hat 57, ja, habe ich geholt, weil er sonst weggegangen wäre. Den will ich verkaufen. Der ist auch auf Transfer. Nee, ist er noch nicht. Ich hoffe, ich kann den Winter auf Transferliste setzen. Sonst muss ich ihn im Sommer verkaufen, weil das reicht dann nicht. Ich will halt, also 250.000. Ich hoffe, ich kriege dafür so 300.000 oder so. Das wäre dann zumindest schon mal ein Zehntel von dem, was ich kriegen muss für alle Spieler zusammen. Weil der hat auch nicht so mega Potenzial. Ich glaube, 85 oder sowas. Oliver Sorg dann hier, der ist Ersatz. Der ist auch, ja, auf der Transferliste, weil brauche ich halt nicht. Im Notfall kann Schmiedebach da spielen. Sané ist drin, Anton ist drin und der ist so stark. Der entwickelt sich auch so gut. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, wir hätten auf 73 oder sowas gepusht. Außerhalb von halt eben Head-to-Head, also außerhalb von dem realen Kader, wo er auf 69 war, so stark. Doria, das ist halt wieder so ein Punkt, ich mache nur Transfers, die halt irgendwo realistisch sind. Und Doria ist bei 96 tatsächlich im Gespräch. Hat jetzt hier gerade einen Achillessehnen, Riss hat sich aber extrem gesteigert von 74, als ich ihn gekauft habe im Winter, auf 77 im Sommer und jetzt auf 78 schon wieder. Sehr, sehr geile Karte, sehr, sehr geiler Spieler. Ich habe mal bei Wolfsburg, vielleicht erinnert euch daran, FIFA 16 war das, glaube ich, oder 15? Bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall hatte ich dann eine mega kranke Karriere mit Wolfsburg im Jahr 2021 oder so und Doria hatte 90 und war der Wahnsinn. Ja, hier ist auch nicht schlecht. Hübner ist Ersatz, genau. Philipp ist auch absoluter Backup-Spieler. Hübers habe ich verliehen, den habe ich aber immer noch, weil ich den mag. Und der ist schnell. Der ist wirklich schnell. Albonos ist mein Stammlinksverteidiger, weil ich den so gerne mag. Hat 74 und hat vor allem also er hat nur 79 Flanken, aber es fühlt sich an wie 85, das ist echt geil. Christopher Krause, mein Backup mit 63, mit 16, das ist ein guter Linksverteidiger, den möchte ich auch eigentlich nicht verkaufen und dementsprechend habe ich auch eine Transferliste gesetzt, auch wenn ich könnte und mit dem würde ich wahrscheinlich alleine, nee, könnte ich auch gar nicht, ja. Aber mit dem könnte ich wahrscheinlich alleine schon meine 3 Millionen zusammenkriegen. Ostrzelek ist dann der eigentliche Backup, also den werde ich wahrscheinlich verkaufen im Winter, weil der hat auch in der ersten Saison, oh, 3 Spieler schon, nee. 8 Spieler gemacht. Wie geht das denn? Einwechslung. Nein, den verkaufe ich doch nicht. Der ist mit meinem 6er-Backup. So ist es. Der spielt mit mir mehr 6er als Linksverteidiger. Schulte habe ich auch noch. Den möchte ich verkaufen. Der ist 17 und hat 60 oder 350.000 Mark wert. Konnte ich noch nicht auf der Transferliste setzen. Mache ich aber noch. Bakalotz ist 6er als Backup. Yannick Ziegler ist, glaube ich, auch. Der ist schon auf der Transferliste. Genau. 400.000 wert. Das passt dementsprechend. Ich will ja meine Ziele erreichen. Schwegler haben wir dann hier noch. Der ist ja auch Backup. Albert Wolf, oh, den liebe ich. Wenn ich den verkaufen würde, hätte ich alles drin, aber der hat 73 und ist 17. Und hat leider keine Forster-Skills und Einsteller Weakfoot, mittlere Arbeitsraten, ist richtig scheiße so gesehen. Aber ich feiere den, der ist stark, auch wenn er langsam ist. Und hat, glaube ich, auch 90 Potenzial, also deswegen behalte ich den. Saren Rembazé haben wir dann hier, ja, ist auch gut gestiegen, ne? 99 Sprintgeschwindigkeit, alle, alle. Gutes Dribbling mittlerweile auch, Flanken ist sogar gestiegen. Das habe ich halt die ganze Zeit trainiert, Dribbling und Flanken, weil mehr braucht er nicht. Ja, Lameda, oh. Königstransfer, guckt euch mal die Werte an. Und guckt euch vor allem mal die Stats an hier. 10 Buden und 3 Vorlagen in 13 Spielen. Spielt jetzt 10, aber vorher linker Mittelfeldspieler. Und ich simuliere übrigens viel, ne, auch in diesem Karrieremodus. Also das mache ich nicht alles alleine. Richtig geil. Meier habe ich verliehen an Chesterfield. Da muss ich nochmal gucken, ob ich die Leihe vielleicht auflöse im Winter und den dann verkaufe. Wenn er sich noch ein bisschen entwickelt, geht das. Uffe Bech habe ich verliehen, weil Bech ist halt nicht so stark. Hatte ich auch in der ersten Saison verliehen. Lang habe ich dann hier noch. Der ist auch 17 und hat 70. Will ich auch nicht verkaufen. Ist auch nicht auf der Transferliste, aber auch bei dem wäre es halt so, wenn ich ihn draufsetzen würde, würde er sofort weggehen. Aber den habe ich letzte Saison schon mit 16 in die Mannschaft geholt und der war da schon überragend. Hat als erstes Tor, ich glaube, nee, das kann ich auch nicht einblenden, das war ja auf dem Handy. Der hat ein richtig krankes Longshot-Tor als sein erstes Tor gemacht aus 35 Metern. Wo er auch mal abgezogen hat. Ja, deswegen, seitdem ist der bei mir gesetzt. Ich glaube, der hat auch gar nicht so schlechte Skills, ne? Naja. Ivar Forster, mein Lieblingsspieler, muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ist bei mir unersetzlich. Spielt eigentlich 10er, also hat 10er gespielt, bis dann jetzt halt eben der Wolf sich so aufgedrängt hat. Jetzt ist er 8er, zusammen mit Lang, der 6er ist. Ja, deswegen ist kein Platz mehr für Bakalorz. Schmiedebach habe ich verkauft anscheinend. Ja, klar, Schmiedebach habe ich verkauft. Stimmt. Kein Platz mehr für Schwegler und Bakalorz in der Startelf. Aber Bakalorz kann auch Rechtsverteidiger im Notfall. Genau. Karaman hat dann für links als Ersatzspieler. Sehr, sehr gut. Hat in der ersten Saison viele Tore gemacht. Und vor allem als Finesse-Shot-Spieler von außerhalb des 16ers. Schinkel werde ich verkaufen. Genau, 1,2 Millionen Marktwert. 17,66. Hat einiges an Potenzial. Ich glaube 87 oder sowas. Aber ist halt nicht so krass. Und hat auch wieder nur, naja, scheiß Arbeitsrate. Niedrig hoch. Kann ich also nicht gebrauchen. Herbert Dietrich, der ist besser. Den habe ich, glaube ich, nicht auf der Transferliste. Sollte ich aber vielleicht draufsetzen, wenn ich wieder sehe, was der für Arbeitsraten hat. Und ist halt auch schon einiges wert, ne? Ach nee, der hat gute Arbeitsraten, aber 2 schnelle Skills. Hm. Aber der ist einiges wert. Ich glaube, den behalte ich oder verleihe ich oder irgendwie sowas. Klaus, ich habe so viele Backups, ich muss den zumindest verleihen. Ja. Klaus ist auch noch da. Der ist da. Ne?
Mehr macht er nicht. Behre habe ich verliehen. Thorsten Zimmermann, der ist auf der Transferliste. Der hat nämlich nicht viel Potenzial, aber ist 1863 und hat 650.000 Mark wert. Das heißt, ich komme da auf jeden Fall drauf. Achim Zimmermann, ich sag, das ist sein Bruder. Ist er wahrscheinlich. Die sehen sich absolut nicht ähnlich. Der ist so hässlich. Die sehen sich absolut nicht ähnlich, aber ja, ist halt auch ein bisschen was wert. Verkaufe ich halt eben auch. Pojan Palo, genau. 6 Buden und 4 Vorlagen. Mein Lieblingsstürmer. 83 Abschluss. Ich mag ihn, deswegen ist er Stürmer. Calvert-Lewin habe ich mir neu geholt, das ist mein Backup-Stürmer, weil er schnell ist wie Sau, hat auch schon eine Bude gemacht in 3 Spielen, genau, ist von Everton gekommen für 1, irgendwas Millionen. Ja, ich mag den ja aus meiner Karriere von Everton, deswegen habe ich den geholt. Füllkrug ist auch noch da als Backup und Guy ist noch da als Backup. Harnik ist noch als rechter Mittelfeld-Backup da, aber der kann theoretisch auch Stürmer, ist aber auf Transferliste, weil er alt ist und weil er halt mittlerweile sinkt, leider Gottes. Und ja, das ist der Kader bei Hannover 96. Wir gucken uns auch ganz kurz die Jugendmannschaft an. Auch mit der bin ich sehr zufrieden. Das ist übrigens der Karriere und den spiele ich noch aktiv. Ja, das ist nicht so wie Alex, wo ich nicht mehr spiele. Den spiele ich tatsächlich noch. Dann haben wir noch Rhys Morris, noch ein Mittelfeldspieler aus England, der ein schönes Potenzial hat, ein sehr schönes. Ollie Richardson ist ein vernünftiger Stürmer-Backup, den ich mir irgendwann mal gönnen werde. Christoph Zimmermann ist auch nicht schlecht vom Potenzial, er möchte ich behaupten. Dann haben wir hier noch Daniel Vogel, der ist auch nicht so schlecht, voll der Vogel, dass er halt momentan so ein niedriges Rating hat, aber ist in Ordnung. Oscar Lewis haben wir dann hier noch mit 55, mit 17 nicht so stark, aber kann ich vielleicht, kann ich nicht gebrauchen, aber lasse ich mal drin, weil, warum nicht, vielleicht kann ich noch irgendwo verkaufen. Franzen kann ich eigentlich rausnehmen, ja, kann ich rausnehmen, das bringt nichts. Jeppe Olsen, ihr habt gerade, oder letztens bei Ajax gesehen, Jeppe Olsen, hier ist Jeppe Olsen, mein neuer Torwart, 1,80 leider groß, aber wächst hoffentlich noch mit 15, hat er 54, 81 bis 91, aus dem wird hoffentlich was. Hugh Edwards ist schon relativ gut mit seinen 17 Jahren, mit 63, hat 74 bis 94, den könnte ich eigentlich mal holen, aber jetzt bringt es auch nicht mehr, weil verkaufen kann ich ihn nicht mehr. Timo Schmidt hat halt genauso ein Rating, dass man ihn gut verkaufen kann irgendwann und dass ich halt Geld bekomme. Markus Horn, genau das gleiche, der wird auch irgendwo bei 80 enden wahrscheinlich. Dann haben wir hier Jimmy, ja, ist Finne und hat ein vernünftiges, auch den kann man halt irgendwann verkaufen im Notfall. Und für 96 sind solche Spieler halt mit 89 schon eines höchste der Gefühle, ich muss da ja nicht irgendwie 90er-Spieler haben. Dann haben wir hier noch Niklas Zimmermann mal wieder als Stürmer, auch bei dem sieht es genauso aus wie bei den anderen, die kann man theoretisch verkaufen oder er wird halt doch noch richtig gut. Antipetu wird mein neuer linker Mittelfeldspieler oder linker Flügelspieler irgendwann, da bin ich mir relativ sicher, weil der hat halt gute Werte, sieht auch relativ schnell aus. Und ist Finne, Falke. Wird irgendwann mein Sechser werden. Da braucht man, glaube ich, nichts zu sagen. Ach nee, Matzen wird mein Torwart. Hier, der Olsen wird gleich mein Torwart. Matzen wird mein Torwart, genau. Der ist nämlich jetzt schon ein 86 groß und 16 und hat 87 bis 94er, 63er Rating. Da wird es mir lange dauern. Und dann haben wir noch Peter Brandt, der hat ordentlich Durst und hat 85 bis 91er als Potenzial. Er hat 59 mit 16. Das passt auch. Ja, 1,88 groß auch noch. Kann also wahrscheinlich auch Innenverteidiger spielen. Das ist mein 96-Karrieremodus. Ich finde ihn geil. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn wir nochmal auf Karriere gucken. Bisher 35 Siege, 21 Niederlagen, 17 Unentschieden, 102 Tore, 47 Gegentore. Relativ realistisch in meinen Augen. Teuerster Transfer ist halt eben Ron-Robert Zieler die Saison gewesen. Mit 20 Millionen und 6 Millionen für Schmiedebach bekommen. Und letzte Saison war der höchste Abgang Soberg für 2 Millionen und Labeda für 20 gekauft. Das heißt, das passt, denke ich mal, eigentlich. Gut, das war mein 96-Karriere-Modus. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, in England zu spielen. Ich finde es halt besser, wenn man hat den lizenzierten Stadion und man ist was anderes als immer nur Bundesliga. Und mir macht das so irgendwie mehr Spaß. Ich weiß nicht. Ja, gut. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, abonniert den Kanal kostenlos, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.